Hallo, Guido hier von Blockbuilders.de und wir wollen heute über die KuCoin-Gebühren sprechen. KuCoin, einer der größten Börsen weltweit. Wer noch kein KuCoin-Konto hat, ich habe unten auch nochmal einen Link reingepackt. Wenn ihr euch damit anmeldet, könnt ihr eine Mystery Box bekommen und diese hat einen Wert von bis zu 500 US-Dollar. Die bekommt ihr gratis. So, schauen wir uns das an. KuCoin hat im Prinzip verschiedene Gebühren, die werden aber eigentlich nur fällig, wenn ihr dort handelt. Das heißt, es gibt keine Depotgebühren oder sonst irgendwas, sondern ihr habt eigentlich nur Tradinggebühren. Das heißt, wenn ihr für 100 oder 1000 Euro Kryptowährungen kauft, zahlt ihr halt eine geringe Gebühr. Und diese gliedert sich, wie wir hier sehen, das jetzt für das Spot-Trading erkläre ich gleich, gliedert sich nach dem Volumen. Also je nachdem, wie viel man handelt, wenn man jetzt weniger als 50 Bitcoin im Monat handelt, liegt das bei 0,1%. Das heißt, wenn ihr 100 Euro handelt, zahlt ihr dafür etwa 10 Cent Gebühren für einen Trade, was relativ günstig ist. Wenn man das mit anderen Börsen vergleicht, da ist man schnell bei 1%. Jetzt wird hier unterschieden und je mehr man handelt, zwischen Maker und Taker Fee. Und was das genau bedeutet, ist, das eine ist eine Market Order und das andere ist eine Limit Order. Das heißt, für die Börse ist es immer besser, wenn ihr eine Limit Order macht, weil ihr dann hier ins Orderbuch eine Order schreibt und im Prinzip der Kryptobörse Liquidität gibt. Das heißt, die Kryptobörse versucht immer, euch zu intensivieren, eine Limit Order zu machen. Und wenn ihr das macht, zahlt ihr den Maker Fee, weil ihr sozusagen Market Maker seid. Und ihr seht, wenn ihr mehr handelt, wird er günstiger. Und der Taker wird zwar auch günstiger, aber eben nicht so schnell wie der Maker. Den Maker zahlt ihr im Prinzip, wenn ihr eine Market Order macht, die sofort ausgeführt wird zum bestmöglichen Preis. Limit Order könnt ihr sagen, Bitcoin ist jetzt hier fast bei 24.000 US-Dollar. Okay, wenn der Bitcoin-Preis auf 23.000 US-Dollar fällt, will ich kaufen, dann wird die ins Orderbuch geschrieben und wenn der Preis dahin fällt, wird die Order ausgeführt. Und das ist im Prinzip eine sogenannte Maker Order, weil die halt, wie gesagt, Liquidität gibt und deswegen zahlt ihr dafür gerade bei höheren Trading-Volumen weniger Gebühren. Das zum Spothandel. Spothandel ist im Prinzip, wenn ihr eine Kryptowährung kauft oder verkauft. Dann gibt es noch den sogenannten Futures-Handel. Da ist es nochmal günstiger. Ihr seht hier, der Maker-Fee, das heißt der Incentivierte mit der Limit-Order, ist bei 0,02% und der Taker-Fee bei 0,06%. Wichtig zu wissen, auch wenn ihr eine Limit-Order macht und diese wird sofort ausgeführt, dann wird euch trotzdem der teure Taker-Fee abverlangt. Das heißt, nur wenn ihr eine günstige, also wenn ihr eine Limit-Order macht, die wirklich ins Orderbuch geht und dort eine gewisse Zeit bleibt, dann zahlt ihr den Maker-Fee, den günstigeren Fee. Ihr habt nochmal die Möglichkeit beim Spot-Handel das etwas günstiger zu bekommen, wenn ihr im Prinzip die sogenannten KuCoin-Coins habt, KCS nennen sie das, und damit könnt ihr eben die Gebühren zahlen, anstatt halt mit Bitcoin oder USDT, je nachdem, was ihr gerade handelt. Um das zu machen, geht ihr einfach hier oben auf euren Namen und dann könnt ihr hier Pay with KCS klicken, dass das grün wird und dann müsst ihr natürlich auch noch ein paar KCS kaufen. Je nachdem, wie viel ihr handelt, könnt ihr ausrechnen, 0,1% davon wäre im Prinzip einmal der Fee. Und das heißt, wenn ihr für 100 Euro handelt, würden im Prinzip 10 oder 20 Cent ausreichen. Wenn ihr für 1000 Euro handelt, braucht ihr schon 1 Euro oder 2 zur Sicherheit, um die Gebühren damit zu bezahlen. Aber es wird dann, wie gesagt, nochmal ein bisschen günstiger. Hier in der ersten Stufe war jetzt mal bei 0,08%. Das sind so im Prinzip die Gebühren, die man bei KuCoin hat. Was man noch hat, Einzahlungen sind kostenfrei. Das Einzige, was noch anfällt, sind Auszahlungen. Aber bei Auszahlungen zahlt ihr etwa nur die Netzwerkgebühr. Das heißt nur etwa so viel, wie ihr auch normal zahlen würdet. Also angenommen, ihr würdet Bitcoin von einer Adresse auf die andere schicken, fallen Netzwerkgebühren an. Und diese sind etwa so hoch wie auch eine Auszahlung bei KuCoin, weil ja KuCoin im Prinzip auch eine Transaktion macht von deren Wallet auf euer Wallet. Das kann man sich im Prinzip grob merken mit den Netzwerkgebühren. Dann wird auch hier bei Deposit und Withdrawal nochmal angegeben. Verlinke ich euch natürlich alles unten im Video. Ansonsten, wenn ihr auch Fragen habt, nutzt gerne die Kommentare. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen.